Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich habe gerade gesagt, also in der ersten Schulwoche, unser gedrucktes Programm ist nicht erschienen. Da weiß man ja nicht, kommt dann einer. Und dann ist es natürlich wunderbar. Und ich glaube, unsere heutigen Gäste erklären auch ganz sozusagen wunderbar, warum es so ist, dass unser Auditorium aus allen Nähten platzt. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist ein Thema, glaube ich, das uns alle umtreibt, manche von uns mehr als andere. Was heißt schon Deutsch? Wenn ich sage, dass dieses Thema manche mehr betrifft als andere oder manche mehr beschäftigt als andere, dann denke ich natürlich nicht an die vermeintlichen Patrioten, die auf Twitter oder Facebook, auf der Straße oder in der U-Bahn glauben, Deutscher zu sein als andere. Warum? Wegen ihrer Hautfarbe, ihrem Namen, ihrer Herkunft, der Herkunft ihrer Eltern, ihrer Großeltern oder vielleicht ganz einfach ohne Grund. Nur weil sie davon überzeugt sind, dass irgendetwas sie auszeichnet vor so vielen anderen. Bio-Deutsche, Deutsche ohne Migrationshintergrund oder einfach solche, die etwas früher oder von woanders her nach Deutschland migriert sind. Wie der Historiker Philipp Theer in seinem Buch Die Außenseiter sehr schön gezeigt hat und wie viele andere Studien immer wieder betonen, ist Europa schon lange in permanenter Bewegung. Ströme von Migranten und Migrantinnen, von Flüchtenden, von Verfolgten. Millionen von Menschen sind spätestens ab dem Ende des 19. Jahrhunderts unterwegs. Aus Europa, nach Europa, nach Westeuropa, nach Nord- oder Südamerika. Hin, manchmal auch wieder zurück, gar nicht so selten wieder zurück. Homogene, vermeintlich homogene Gesellschaften gibt es schon lange, lange nicht mehr. Deshalb mussten die Nazis auch das eigenartige Konstrukt des Arias erfinden und hatten damit letztlich große Probleme, weil auch ihre Führerfiguren durchwegs nicht dem rassischen, nordischen Ideal entsprachen. Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft basierte deshalb auch nicht auf verbindenden Werten, sondern baute nahezu ausschließlich auf Ausschluss. 1937 erklärte der damals 25-jährige Wiener Hans Mayer: Mich bringt niemand weg von hier. So groß war seine Liebe zu Österreich. Doch schon im darauffolgenden Jahr musste der junge Patriot aus seiner Heimat fliehen, die ihm zur Falle geworden war. 1955 machte derselbe Hans Mayer aus seinem so österreichisch klingenden Namen, indem er die gleichen Buchstaben benutzte, einen Namen, der absichtlich fremd klingen sollte. Jean-Marie, Literat, Überlebender der Konzentrationslager, 1978 zum Sterben in sein Heimatland zurückgekehrt, wo er sich in einem eleganten Salzburger Hotel das Leben nahm. Jean-Marie gehört zu den großen Theoretikern der Heimat, ein Thema, zu dem er immer wieder zurückkehrte. Oder besser zum Thema des Nicht-Dazugehörens, des Nicht-mehr-heimisch-werden-Könnens, wenn man Folter oder Lager überlebt hatte. Aber es war auch derselbe Jean-Marie, der die revoltierende Jugend der 1960er Jahre dafür kritisierte, dass sie die Heimat als Sache der Rechten verächtlich machte und sie damit auch diesen überließe. Man muss Heimat haben, so schreibt er, um sie nicht nötig zu haben. Vor nicht allzu langer Zeit antwortete Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Frage, wer denn zum deutschen Volk gehöre, in der ihr eigenen trockenen Klarheit: alle, die hier leben. Im Alltag bringt diese Zugehörigkeit aber viele Deutsche immer wieder in die Situation, in Frage gestellt, angegriffen, nicht ernst genommen zu werden. Für den sichtbar anders aussehenden jungen Mann in der deutschen Bundeswehr zum Beispiel, für den deutschen Politiker, der von Politikerkollegen heim nach Anatolien geschickt wird, oder für die Journalistin, die es mit einem offen rassistischen Politiker aufnimmt und als Deutschlandhasserin verhetzt wird. Unsere aktuelle Ausstellung »Die Stadt ohne – Juden, Muslime, Ausländer, Flüchtlinge« beschäftigt sich mit solchen Strategien von Ausgrenzung von den 1920er Jahren bis heute, denn auch wenn Geschichte sich nicht wiederholt, sie ähnelt eben manchmal gewissermaßen. Und in diesem Rahmen steht auch der heutige Diskussionsabend und ich freue mich ganz außerordentlich über das prominente und sehr junge Podium, das wir nach München einladen konnten. Ich freue mich sehr, dass Fatma Aydemir,
Max Czolek und Lena Gorelick heute hier sind und darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und will auch nicht unerwähnt lassen, dass Sasa Stanisic auch gern kommen wollte, aber leider nicht konnte. Das Gespräch führen wird Karin Janker, Redakteurin im Ressort Meinung der Süddeutschen Zeitung und Alumna der Ludwig-Maximilians-Universität, wo sie bei Barbara Finken promoviert hat. Ihnen allen auf dem Podium danke ich sehr herzlich fürs Kommen. Meiner Kollegin Kirstin Frieden danke ich für die Konzeption und Organisation dieses Abends. Und uns allen wünsche ich eine spannende Diskussion und darf zu allerletzt noch daran erinnern, dass auch der Büchertisch, den Sie schon gesehen haben beim Hineinkommen, auch beim sozusagen zum Ende der Veranstaltung noch da sein wird und, so, und Sie die Bücher der Autorinnen und Autoren erstehen können. Vielen Dank. Vielen Dank für diese freundliche, herzliche Begrüßung. Vielen Dank für die einleitenden Worte, die schon sehr viel Inspiration für unsere Diskussionsrunde hier bereitgehalten haben. Herzlich willkommen auch von mir, Ihnen allen und natürlich auch den Gästen hier auf dem Podium. Sie kennen sich, glaube ich, alle, aber damit auch Sie genauer wissen, mit wem Sie es hier heute zu tun haben, möchte ich unsere Gäste kurz vorstellen. Übrigens, das gleich zu Beginn, am Ende wird es Zeit für Zuschauerfragen geben. Ich glaube, da gibt es auch Mikros, die im Saal dann herumgereicht werden. Ich würde Sie bitten, dass Sie Ihre Frage möglichst an einen oder eine der Podiumsteilnehmer konkret stellen, damit dann auch klar ist, wer antworten soll, sonst gibt es da oft Verwirrung. Zu meiner Linken sitzt Fatma Aydemir. Sie wurde 1986 in Karlsruhe geboren. Sie studierte in Frankfurt am Main Germanistik, Amerikanistik, zog nach dem Studium nach Berlin und lebt dort seitdem als Journalistin und Schriftstellerin. 2017 ist ihr Debütroman Ellbogen im Hansa Verlag erschienen. Außerdem ist sie Redakteurin bei der Taz, wo sie unter anderem die Kolumne Minority Report schreibt. In diesem Jahr hat sie zusammen mit Hengame Yagobi Farah den Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben, über den wir nachher noch ein wenig sprechen werden. Lena Gorelick, 1981 in St. Petersburg geboren. 1992 kamen sie und ihre russisch-jüdische Familie als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Sie ging in Baden-Württemberg zur Schule. Darüber hat sie vor kurzem in der SZ einen Text geschrieben mit der Überschrift Vierte Klasse, keine Deutschkenntnisse. Lena Gorelick hat Journalismus gelernt und dann noch Osteuropa studiert. 2004 debütierte sie mit dem Roman Meine weißen Nächte. Ihr zweiter Roman Hochzeit in Jerusalem war 2007 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Seitdem hat sie weitere Bücher geschrieben, darunter das Sachbuch Sie können aber gut Deutsch, ein Satz, den sie bestimmt oft gehört hat. Und zuletzt Mehr Schwarz als Lila, erschienen bei Rowohlt. Lena Gorelick lebt hier in München. Und schließlich zurück nach Berlin. Dort wurde Max Czolek 1987 geboren und dort lebt er bis heute. Er hat Politikwissenschaften studiert und am Zentrum für Antisemitismusforschung promoviert. Max Czolek ist außerdem Lyriker und Mitherausgeber der Zeitschrift Jalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart. Am Berliner Maxim Gorki Theater hat er 2016 zusammen mit Sascha Mariana Salzmann einen Kongress mit dem Titel Desintegration kuratiert. Was er unter Desintegration als Gegenkonzept zur viel diskutierten Integration versteht, erläuterte er im vergangenen Jahr im Hansa Verlag in seiner Streitschrift Desintegriert euch. Auch auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Herr Czolek, Ihre Aufforderung, desintegriert euch, die ja durchaus provokant gemeint war und auch so aufgenommen wurde, stellt sich in diesem Jahr, also in den nächsten Wochen, kein geringerer als der Fernsehjournalist Ulrich Wickert mit seinem neuen Buch entgegen. Das trägt auch einen provokanten Titel, auch eine Aufforderung, identifiziert euch.
Das Buch erscheint demnächst, über den Inhalt will ich also noch gar nicht sprechen, aber Ulrich Wickert ist nicht der Einzige, der ein Buch vorlegt, das den Begriff der Heimat neu definieren will. Auch seine Kollegin, die Fernsehjournalistin Dunja Hayali, bringt in wenigen Wochen ein Buch heraus mit dem Titel Reise durchs Heimatland. Heimat ist als Begriff mitten im politischen Diskurs angekommen. Auch unser Abend heute widmet sich ihm. Frau Eidemir, wie kommt es, dass Heimat als politischer Begriff im öffentlichen Diskurs eine derartige Renaissance erlebt? Und vor allem, was mich interessiert, finden Sie das begrüßenswert? Schönen guten Abend erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es stehen noch ein paar Menschen hinten im Raum. Ich wollte nur sagen, vorne sind noch so ein, zwei Stühle, falls irgendwer nicht so gut stehen kann über den Abend. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich habe große Empathie, weil ich könnte jetzt nicht anderthalb Stunden stehen. Ich finde das Wort Heimat im politischen Kontext, also als politischen Begriff, nicht begrüßenswert. Ich finde, wie wir denn das Wort privat gebrauchen, ist nochmal eine andere Sache, als dieses Wort einfach zu nehmen und ein Ministerium daraus zu machen oder einen Minister zu ernennen. Aus heiterem Himmel, könnte man sagen. Ich habe dieses Buch mit herausgegeben, von dem Sie gerade sprachen. Eure Heimat ist unser Albtraum. Das bringt es eigentlich schon so ein bisschen auf den Punkt, wie ich dazu stehe, aber wie auch viele andere Autorinnen, wir sind 14 in dem Buch, zu diesem Begriff ungefähr stehen. Wir sind nicht alle einer Meinung. Wir haben alle über unterschiedliche Themen geschrieben, aber was uns schon verbindet, ist dass wir in Opposition zu diesem Begriff oder zu dieser Normalisierung des Begriffs gehen. Weil, ich habe das Gefühl, dass wir bei Heimat, also wenn wir jetzt nur das reine Wort betrachten, ist es irgendwie, also mal unabhängig von der historischen Bedeutung, ist es sowieso emotionaler Begriff, es ist ein sehr vager Begriff und es ist total schwierig, den einfach so zu institutionalisieren und davon auszugehen, dass wir alle dasselbe Verständnis davon haben und dass es etwas sei, was man verwalten kann. Und dann kommt natürlich hinzu, mit welcher Personalie ist das verbunden? Wer ist dieser Heimatminister und mit welchen Slogans tritt er eigentlich dieses Amt an? Mhm. Frau Gorelick, seit eineinhalb Jahren, Frau Eidemir sagte es gerade, hat Deutschland ein Heimatministerium und einen Heimatminister namens Horst Seehofer. Nicht nur bei der Union ist man seither bemüht, den Begriff Heimat positiv umzubesetzen und neu zu definieren. Sie haben vor kurzem einen Text geschrieben, in dem Sie sagen, Heimat brauche keine Definition, denn sie sei ein Gefühl. Hat dann dieses Gefühl im politischen Diskurs überhaupt etwas verloren? Nein, weil es, guten Abend auch erstmal von mir, ich freue mich ebenfalls sehr hier zu sein und in dieser Konstellation. Es ist ein missbrauchter Begriff. Es ist ein Begriff, der aufgenommen wurde von einer rechten Stimmung, der aufgeputscht wurde und den die Politik dann versucht hat zu missbrauchen, indem sie ihn an sich zog und dachte, wenn wir den mal ins Ministerium packen, dann gehört er uns, dann können die anderen den nicht haben. Und in dem Moment wird der Begriff missbraucht. Heimat ist ein Begriff, der per Definition ein individueller ist. Das ist wie Liebe, das ist wie, also all diese Begriffe, die wir persönlich aufladen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir hier eine Umfrage starten, wird keine zwei Menschen finden, die Heimat gleichermaßen definieren. Ich bin mir sicher, dass Herr Seehofer und ich, wenn wir eine Liste schreiben mit 100 Begriffen zum Thema Heimat, keine einzige Übereinstimmung finden werden. Jetzt maßt sich Herr Seehofer oder das Heimatministerium aber an, mir sagen zu können, was Heimat ist oder Ihnen das sagen oder euch beiden oder Ihnen allen das sagen zu können. Das finde ich ein Missbrauch eines Begriffs, um eine bestimmte Stimmung zu schaffen oder Menschen ein vermeintliches Gefühl von möglicherweise, so kann ich es mir erklären, Sicherheit zu vermitteln. Herr Czolek, Sie gehen indes, integriert euch noch härter mit dem Begriff Heimat ins Gericht. Sie sprechen sogar von einem Wetterumschwung, der sich an diesem Begriff ablesen lässt und der mit der WM 2006
in Deutschland zu tun habe. Was hat damals Ihrer Meinung nach begonnen? Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Vor allem schön, dass Sie da sind. Ich bin ja auch Lyriker, ich habe also auch schon vor deutlich weniger Menschen. Also die Regel bei Lyrik ist, man liest erst, wenn mehr Leute im Publikum sind, als auf dem Podium. Aber gut, zurück zum ernsthaften Teil des Abends. Ich saß heute schon auf einem anderen Podium, witzigerweise, und das war in Berlin in der Kalkscheune bei der Sommerakademie der RAA. RAA ist eine Antidiskriminierungsstelle in Berlin. Da habe ich zusammen mit einer Autorin, Sharon Otto, eine literarische Einstimmung, hieß es, gemacht, vorbereitet. Und heute ist ja der 11. September, nicht wahr? Und der 11. September ist ja ein historisches Datum, und dieses Datum wurde vielfach als Trauma unserer Generation beschrieben. Warum? Weil es ein Umbruchpunkt von Kalter Krieg in Konflikt zwischen Christentum und Islam markiert. Und ich habe die These aufgestellt, und darum sage ich das, dass mein 11. September die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war. Das klingt erstmal bitter, aber es ist durchaus ernst gemeint, weil wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was vor 2006 in Deutschland nicht passiert ist, dann war dieses Nicht-Passieren die Gegenwärtigkeit zum Beispiel der Deutschlandfahne. Das war etwas, was auf deutschen Produkten, zumindest in Berlin, ich weiß nicht, wie es hier in München war, aber in Berlin gab es auf Produkten, auf Taschentuchpackungen, auf Coca-Cola-Flaschen, auf Zuckerschnecken, auf Überraschungseiern keine Deutschlandfahnen, auch nicht zur Weltmeisterschaft. Und was ich daran interessant fand, war die allgemein geteilte Euphorie dafür, dass diese Art von, und das ist jetzt schon eine Frage des Framings, also der Art und Weise, wie man es erzählt, also diese Art und Weise der Normalisierung wieder möglich wurde. Was man also gesagt hat, war, endlich dürfen wir auch wieder die Fahnen raushängen, so wie jedes andere normale Land. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Ist bei Heimat eine ganz analoge Argumentation. Endlich dürfen wir dürfen doch wohl auch unsere Heimat lieben. Jedes andere Land darf das doch auch. So, nun ist ja Deutschland nicht jedes andere Land. Es gibt ja einen Grund dafür, dass die Deutschlandfahne bis 2006 nicht so verfügbar war. Und für mich persönlich war die Tatsache, dass die Deutschlandfahne nicht so sichtbar war, und die Tatsache, dass Sportlerinnen und Sportler bei internationalen Events nicht die deutsche Nationalhymne gesungen haben, ein Gegenstand, der nicht nur des Einverständnisses als Kind, ich fand es gut, ich fand es auch, es hat mich berührt tatsächlich, ich fand es eine gute Sache, dass das so war. Und plötzlich merke ich 2006, nahezu mein gesamtes Umfeld plus die Öffentlichkeit denken anders. Die sehen sich offensichtlich nach dieser Normalität, die fühlen sich erleichtert davon, dass sie endlich diese Fahne wieder raushängen können. Und das, glaube ich, ist erstmal ein Punkt, den ich auch bei Desintegriert euch zu machen versuche, dass es da einen Unterschied gibt, dass man aushalten muss, dass ich das anders sehe. Und das sozusagen ist schon eine schwierige Situation. Es gibt ein Fußballspiel, ich sage, also ich finde diese Deutschlandfahnen schwierig, da sagt man ja nicht, ja okay, Meinungsvielfalt, sondern man sagt ja eher, jetzt verdirb uns mal hier nicht den Spaß. Und in diesem verdirb uns mal nicht den Spaß liegt eine gewisse Form von Aggressivität, und ich glaube, der nachzuspüren, das führt einen auch in die Nähe von diesem Heimatbegriff, von dem, was da gerade passiert. Gut, wir halten fest, Sie haben alle ein problematisches Verhältnis zu diesem Begriff. Jetzt ist aber Heimat nicht nur ein völkisch-identitär aufgeladener Begriff. Frau Gorelick, Sie haben gesagt, es ist auch was sehr Individuelles, was Emotionales. Zusätzlich ist der Begriff der Heimat auch ein Gegenmodell zum Begriff der Globalisierung. Ja, also das Heimatgefühl in einer globalisierten Welt wird auch immer wieder positiv auf diese Weise in Stellung gebracht. Trägt der Begriff dafür, oder gäbe es dafür Ihrer Meinung nach Alternativen? Alternativen für den Begriff Heimat, um ein Gegenstück zur Globalisierung zu schaffen. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, ein Gegenstück zur Globalisierung zu schaffen, jetzt als spontane Antwort. Ich glaube aber, dass der Heimatbegriff, und das ist die Gefahr, die ich sehe, dass der eben nicht als Gegenstück zur Globalisierung ist, sondern der ist ein Gegenstück zu einem Land, das geprägt ist von Menschen, die, wie das in der Einleitung hieß, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedliche Herkünfte haben
unterschiedliche Religionen mitbringen, unterschiedliche Lebensarten haben. Heimat ist kein Gegenbegriff zur Globalisierung, sondern zu einer Gesellschaft, in der der Begriff Heimat oder ganz viele Begriffe, die mit unserem Leben zu tun haben, unterschiedlich definiert werden dürfen. Und das ist das Problem an dem Begriff. Frau Aydemir, Sie schreiben in Ihrem Essayband im Vorwort, Heimat beschreibe die Sehnsucht nach einer, ich zitiere, homogenen, christlichen, weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben. Zitat Ende. Aber Heimat ist auch tatsächlich ein Gegenmodell zur Nation oder kann als solches verstanden werden. Es ist die kleinere Einheit. Es ist vielleicht ein regionaler Bezug, der zwar womöglich idyllisch verkitscht ist, aber trotzdem als solches nicht per se problematisch, zumal jeder Mensch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat. Ja, sagen Sie. Also wir natürlich haben wir alle ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Die Frage ist, muss das über dieses Wort jetzt geschehen? Muss das über dieses Ministerium geschehen? Also die Stelle, die Sie gerade gelesen haben, die geht ja, obwohl vielleicht, ich glaube, die geht noch weiter. Da geht es auch darum, dass Frauen eben nur für Reproduktionen da sind und so weiter. Da gehen wir von dem Begriff aus, wir kritisieren in dem Buch ja und in diesem Vorwort ja vor allem auch diesen politischen Heimatbegriff. Ne? Und das mag sein, dass es Leute gibt, die das anders verstehen als Gegenentwurf zur Globalisierung und so weiter. Aber das interessiert mich nur sekundär in dem Moment, in dem Horst Seehofer Heimatminister ist. Ich will jetzt gar nicht den ganzen Abend über diese Person sprechen, aber ich finde nicht, dass, also ich finde jetzt so zu tun, als sei das irgendwie nicht so wichtig zu nehmen oder irgendwie auch witzig und lächerlich, dass es dieses Ministerium gibt, ist total gefährlich, weil ich meine, dieser Mensch ist einfach Innenminister und es ist doch klar, dass wenn jemand mit der Aussage antritt, dass irgendwie zum Beispiel der Islam gehört nicht zu Deutschland oder Migration ist die Mutter aller Probleme, was für ein Heimatbegriff damit gemeint ist. Und das ist jetzt nicht der, den Sie im ersten Satz zum Beispiel gesagt haben. Das ist ein ganz anderer und es ist eben nicht ein Gegenentwurf zum nationalistischen Bewusstsein, sondern ist genau die Beschreibung dessen. Also ohne, wie soll ich sagen, wir haben nicht großartig diskutiert über Heimat, bevor dieses Ministerium vom Himmel fiel. Aber das müssen wir auch gar nicht, weil das spricht irgendwie für sich, sage ich mal. Also mir ist total klar, was damit gemeint ist und ich kann das überhaupt nicht trennen von so einem deutschen nationalistischen Ding. Herr Czolik, Sie sehen ja sogar eine Linie, die von der WM 2006 zur AfD, zu den Erfolgen der AfD heute führt. Was auch anknüpft an das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Aydemir, wenn wir sozusagen über Heimat nur sprechen können, indem wir über die Personen sprechen, die Heimat zu definieren versuchen, gibt es dann nicht auch den nötigen Impuls, dem etwas Positives tatsächlich entgegenzusetzen? Ich zitiere die NPD, die sich als soziale Heimatpartei selbst benennt. Die AfD klebt sich ebenfalls gerne das Etikett Heimat an. Soll man diesen Parteien den Begriff also einfach überlassen und sich aus diesem Kampf zurückziehen? Ja, also was mich tatsächlich interessiert, wenn ich mich mit sowas wie der Konjunktur des Heimatbegriffs, aber auch der Tatsache beschäftige, dass die AfD derzeit in Umfragen was ein Fünftel der Stimmen bekommen würde, dann reden wir ja nicht über ein marginales Phänomen, richtig? Wir reden nicht über irgendwelche paar zurückgelassene, da sind wir uns hoffentlich einig. Wir reden also über ein echtes gesellschaftliches Potenzial. Und wir wissen gar nicht, wie hoch das ist. Ne? Wir haben noch keine Wirtschaftskrise zum Beispiel. Die Frage ist, die mich besonders interessiert, und gerade als jemand, der 87 geboren ist, in den 90ern sozialisiert wurde, in dem das Narrativ ja war, jetzt ist vorbei, sozusagen, wir haben es geschafft, Deutschland ist wieder vereint, wir haben eine sozusagen wirklich wunderbare Erinnerungskultur, sozusagen die Gefahr, die Luft ist rein, ihr könnt zurückkommen sozusagen. Und was mich da jetzt angesichts der AfD interessiert, ist die Krise, in die dieses Selbstbild eigentlich stürzen müsste in diesem Moment.
Wir müssen doch eigentlich anerkennen, dass das, was wir uns bis zur WM 2006 gegönnt haben, als Möglichkeit, endlich wieder stolz zu sein auf Deutschland, offensichtlich auf falschen Prämissen aufgebaut war. Nämlich der Überzeugung, man wäre darüber hinweg. An der AfD, die ja zweifelsohne ein neovölkisches Programm vertritt, sehen wir, weg ist das nicht. Und die Frage, die mich interessiert, ist dabei nicht so sehr, was passiert da bei der AfD. Ich finde es tatsächlich eher ermüdend, über die Rechten zu reden. Ich finde, da dreht man sich im Kreis. Die Frage ist eher, wie ist unser eigenes Denken so eingerichtet gewesen, dass es so etwas wie die AfD nicht verhindern konnte. Was ist sozusagen übrig geblieben, nach dem, was in den 80er Jahren als Erinnerungskultur etabliert worden ist, was diese Sache, diese Potenziale aktiv gehalten hat. Und das, sozusagen diese Potenziale interessieren mich. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich bestimmte politische Vorstellungskonzepte und Integration ist eines davon, wie man sich Gesellschaft imaginiert und zwar nicht auf der Rechten, sondern bis weit in die Mitte und in die gesellschaftliche Linke hinein. Weil Heimat ist ja tatsächlich kein Begriff, der nur von rechts besetzt wird, sondern der ja resoniert bis tief in die Grünen. Habeck tritt an als jemand, der sagt, wir müssen Heimat positiv. Also er macht es ja auch, weil er weiß, seine Wählerinnen und Wähler finden das toll. Sie im Raum wahrscheinlich finden das vielleicht auch toll. Und die Frage ist, wo kommt dieses Gefühl her? Das interessiert mich. Wo kommt dieses warme Gefühl in Bezug auf Heimat her? Warum gibt es eine Linke, die intensiv diese Art von Heimatgefühl beackert und politisch aktivieren möchte? Ich würde die Frage gerne weiterdrehen und nochmal auf Ihre Frage zurückkommen, weil mich interessiert, also natürlich interessiert uns allen die Frage, wo das herkommt. Es ist aber auch schon da leider, so wie du sagst, und zwar gewaltig da. Die AfD ist in manchen Bundesländern, wie wir feststellen durften, zu einer Volkspartei geworden. Und deswegen interessiert mich schon die Frage, was machen wir damit? Und nicht nur, warum ist das da und was haben wir übersehen, sondern was machen wir heute? Und dazu gehört für mich, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, die Tatsache, dass ich nicht den Begriff Heimat den Rechten entwenden möchte, weil sie haben den jetzt gepachtet und jetzt definieren wir Heimat mal ganz anders, sondern ich möchte mir von denen überhaupt nicht diktieren lassen, welche Begriffe ich irgendwie besetze. Ich möchte denen zum Beispiel sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mit euch oder sonst jemanden über Heimat zu definieren und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, diesen Begriff in irgendeiner Weise zu prägen. Und dieses, was, glaube ich, passiert und was, glaube ich, auch diese Parteien beflügelt, ist immer die Tatsache, dass wir hinterherhinken. Sie setzen Themen und wir versuchen dann panisch, sie neu zu besetzen. Seehofer, indem er ein Heimatministerium besetzt und irgendwelche Podien, indem sie den Begriff anders definieren und Schriftsteller, indem sie eine schöne Geschichte darüber schreiben. Ich habe überhaupt keine Lust, mir von denen diktieren zu lassen, was für Themen uns beschäftigen in der Gesellschaft, wie wir sie gerne gesehen hätten, bevor wir gesehen haben, dass. Also ich kann direkt, genau, und die Frage ist auch, wie machen wir weiter, beziehungsweise was, die AfD ist gekommen, das ist schon mal die erste Enttäuschung oder Erkenntnis, die es war möglich, aber die ist ja jetzt, also jetzt sehen wir auch hier den Aufstieg, jetzt gehen ja die Prozente hoch, wir gucken jetzt nach irgendwie, die Landtagswahlen waren gerade in Brandenburg und Sachsen, jetzt gerade tun noch viele Menschen so, als wäre das so ein Problem des Ostens irgendwie, das kann ja nur da passieren, was halt leider nicht stimmt. Also in Städten wie Heilbronn, die im Westen liegen, sind die Prozente, also es sind vielleicht so ein paar Prozent Unterschied, worauf die AfD bei Umfragen auch kommt. Genau, und ich frage mich, was passiert jetzt gerade, dass es nicht verhindert wird, dass es nicht wenigstens eingedämmt wird. Und da, genau, das ist total wichtig, auch was Max sagt, dass wie die Mitte halt damit umgeht und also die sogenannte Mitte, was auch immer das ist, wie der Mainstream auch damit umgeht, ne? Wie die AfD jetzt, ich habe das Gefühl, wenn ich abends eine ZDF-Doku sehe und da werden dann so Zeitzeugen wie also Alexander Gauland oder Beatrix von Storch so völlig unkritisch, total normalisiert gezeigt, wie sie irgendwie Anekdoten erzählen über den Mauerfall und total so nostalgisch und normal. Ich habe ein Problem damit, also mich ekelt das an. Ich finde das total verwunderlich, wie, wie, wie,
wie schnell sich das normalisiert hat und wie die AfD trotzdem noch darauf beharrt, sich als Opfer zu inszenieren, einer Ausgrenzung, die überhaupt nicht stattfindet. Ich finde, also ich würde das begrüßen, wenn sie ausgegrenzt würde, wenn sie stigmatisiert würde. Die AfD gehört stigmatisiert, aber das passiert überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme auch, wie, also, dass die Leute überhaupt keine, dass keiner mehr Skrupel hat, diese Partei zu wählen. Sie sagen, die AfD gehört stigmatisiert. Was ist mit der Wählerschaft der AfD? Also den sogenannten besorgten Bürgern, um die sich ja die Politiker der anderen Parteien ganz besonders zu bemühen scheinen, um die womöglich zurückzuholen. Egal wie aussichtsreich das ist oder für wie aussichtsreich halten Sie das? Dass die Wähler zurückgeholt werden? Mhm. Gut, ich bin keine Politikerin. Es ist total schwierig, jetzt auf Anhieb so ein Konzept zu schaffen für das, woran irgendwie das Land gerade scheitert. Aber also es ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in den Osten schauen, dann ist ja klar, da ist eine Art von politisches Vakuum, was die AfD sehr gut für sich nutzen kann. Sie positioniert sich total gut, organisiert sich total gut und es ist ja auch so eine Art von Protestwählen scheinbar. Ich will mit stigmatisieren meine ich die Inhalte von der AfD. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie 20% von ganz Sachsen irgendwie zu sagen, ne? Aber ich will die schon dazu bringen, dass die das überhaupt mal in Frage stellen, dass es irgendwie einfach keine normale Partei mit akzeptablen Inhalten ist. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen näher hinschauen. Und ich meine, es gibt zig Recherchen, ich weiß nicht, wie oft man das noch schreiben muss, wie krass diese Partei auch in Neonazi-Strukturen verwurzelt ist. Ich verstehe nicht, warum das nicht so ein großes Warnsignal ist, dass die Leute verstehen. Auch das ist ja eine Übernahme sozusagen des Denkens, den die AfD, also dieses, die dürfen nicht stigmatisiert werden, weil sonst fühlen sie sich stigmatisiert und außen vor. Das ist ja genau das, was die uns vorkauen. Die erzählen uns die ganze Zeit, wir werden stigmatisiert, wir dürfen nichts sagen. Und in dem Moment, in dem wir drauf reinfallen und sagen, oh, wir dürfen sie nicht stigmatisieren, weil dann fühlen sie sich stigmatisiert, fallen wir ja quasi, die machen die Falle auf und wir sagen, kommt hereinspaziert. Und das finde ich, also wenn jemand, der eine Partei wählt, die ziemlich offen, finde ich, mit ihren rechtsradikalen Inhalten hausieren geht und der sich stigmatisiert fühlt, dann kann ich damit leben, dass er sich stigmatisiert fühlt. Gut, Herr Czollek, Sie schreiben in Ihrem Buch, wer diese Partei wählt, keine Sorge, wir reden nicht die ganze Zeit über die AfD, aber es ist einfach interessant, darüber zu erfahren, was das mit Ihnen tatsächlich macht, mit Ihnen persönlich auch. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, wer diese Partei wählt, will mich und meine Freunde hier nicht haben, will im Zweifelsfall uns alle vier nicht haben. Ist es da nachvollziehbar, dass Politiker sich nach wie vor um diese Wählerschaft, also Politiker anderer Parteien sich nach wie vor um diese Wählerschaft bemühen, wo die Wählerschaft ja eindeutig sich schon positioniert hat? Und was macht es mit Ihnen tatsächlich persönlich, diese Wahlerfolge mitzuerleben? Ja, also vielleicht, um den Kontext nochmal klar zu machen, der Satz ist, wer in Deutschland ohne Muslime und Musliminnen will, der will auch in Deutschland ohne Juden. Dieser Satz ist als ein Ausdruck einer Strategie gemeint, wir reden ja hier über Strategien, sich gegen rechts zu positionieren. Und eine dieser Strategien ist eine aktive Strategie des Verbündetseins. Dass man sagt, wenn Menschen, die einen deutschen Pass haben oder auch keinen deutschen Pass haben, egal, wenn Menschen, die in diesem Land leben, von anderen Leuten gejagt, bedroht oder auch von Politikern und Politikerinnen rausgeschmissen werden sollen, dann, wenn ich das behandle als einen Angriff auf mich, dann bin ich Verbündeter. Dann sage ich, ihr greift mich an damit. Und das Interessante ist, und ich kehre wieder, ich insistiere darauf, dass wir nicht über die AfD reden, sondern über uns im weitesten Sinne. Letztes Jahr die Übergriffe in Chemnitz, die Hetzjagden in Chemnitz. Da hat ein großes Magazin, der Spiegel, geschrieben von Rechte machen Jagd auf Ausländer. Was ist passiert in Chemnitz? In Chemnitz hat ein rechter Mob
auf Menschen Jagd gemacht, die nicht so aussehen, wie sie denken, wie Deutsche aussehen sollten. Waren diese Menschen Ausländer? Wir wissen es nicht genau. Mindestens wissen wir es nicht genau. Es ist sogar eher unwahrscheinlich, weil wie viele Ausländer werden in Chemnitz sein? Ich meine, denken Sie drüber nach. Ich sage das nicht, weil Chemnitz so ein abgelegener Ort ist, sondern ist halt jetzt, wenn diese große Marx-Figur ist sozusagen, weiß nicht, ob das die Reise wert ist. Das heißt sozusagen, man hat eine Situation, in der man als ein bewusster, pluraler Demokrat sagen müsste, die Rechten haben Jagd auf ein Viertel der deutschen Bevölkerung gemacht. Aber das wird nicht gesagt, man übernimmt die Definition der Rechten. Nämlich, dass wer Ausländer ist oder nicht, das definiert immer noch rechts. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die weit in unser eigenes Denken hineinragt und die eben nicht die Unterscheidung zulässt, zu sagen, was ist mit diesen AfD-Wählerinnen da drüben? Ich meine, diese Gruppe schwellt ja immer weiter an. Wer ist denn dann da drüben? Bald steht man alleine hier. Also sozusagen, man probiert um Biegen und Brechen dieses Selbstbild aufrecht zu erhalten. Deutschland hätte diese ganze Geschichte bewältigt und diese AfD-Wählerinnenschaft schwillt immer weiter an, aber man erzählt einfach weiter, man hat es bewältigt. Und das scheint mir eine der wesentlichen Blockaden zu sein in einer Situation, in der eigentlich die sozusagen die Kontrollhebel noch nicht in der Hand der Rechten sind, die auch umzulegen entsprechend. Ne, das ist genau diese Unfähigkeit letztlich, aktiv dagegen Stellung zu beziehen, weil man im Prinzip sagt, naja, eine Mischung aus, ach, wenn wir die ausgrenzen, dann fühlen sie sich noch weiter ausgegrenzt oder die sind doch nur frustriert, wir müssen die zurückholen, indem wir ein Heimatministerium gründen und als erste Amtshandlung sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, aber das ist doch nicht das Wegnehmen rechter Konzepte, das ist die Übernahme rechter Konzepte und das muss man doch unterscheiden können voneinander. Sonst kann man AfD nicht mehr unterscheiden von CSU. Insofern, wir sprechen jetzt viel über Definitionen und die Frage, die diesen Abend überschreibt, ist ja auch eine Frage nach einer, wenn auch sehr vagen Definition. Was ist schon deutsch? Ist es dann nicht immer die Frage, wer diese Frage stellt? Ob Sie diese Frage stellen, ob die Rechten diese Frage stellen? Und wie würden Sie diese Frage formulieren? Aus Ihrer Perspektive. Also Sie alle drei, gerne. Ich habe eine ganz schnelle Antwort. Ich würde sagen, die Frage an sich ist das Deutscheste, was es gibt. Inwiefern? Weil es das Deutschsein hinterfragt? Ist das Hinterfragen schon? Nein, es ist dieses, wir treffen uns hier auf einem Podium und wir diskutieren darüber, was deutsch ist und wir reden darüber, wie sich diese Begriffe verändern und wie Sie diesen Begriff definieren und wie ich ihn definiere und wie ihn jemand definiert, der hier geboren ist, nicht hier geboren ist, etc. Das ist eine sehr, sehr, sehr deutsche Diskussion, so empfinde ich. Das ist ein Gefühl, ich kann das auch gar nicht belegen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich empfinde diese Frage als sehr deutsch. Wie geht es den anderen damit? Ja, also ich find witzig an der Frage, dass ich sie auf drei Weisen lesen kann. Das eine ist, was heißt schon Deutsch? Also die Frage nach der Definition. Das andere ist, was heißt schon Deutsch? Also warum machen wir uns darüber überhaupt Gedanken? Weil, und das hat Fatma ja schon gesagt, die Frage, müssen wir uns eigentlich alle über unser Deutschsein definieren oder nicht auch über ganz andere Dinge, die für uns wichtig sind, ist ja eine offene Frage, finde ich. Ich finde die überhaupt nicht überzeugend, dass ich mich primär als Deutscher definieren sollte, es sei denn an der Grenze. Und das Dritte wäre, was heißt schon Deutsch? Und ich glaube, das ist die interessanteste Frage, weil gerade in diesem Jahr 2019 eine Beschlussfassung vorliegt für eine weitere Änderung des Grundgesetzes über die Frage des Entzugs von Staatsbürgerschaft in Deutschland. Und der soll gelockert werden, sprich soll leichter sein, Menschen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Nun ist in Deutschland der Entzug von Staatsbürgerschaft relativ strikt geregelt aus historischen Gründen und man hat ja 2000 das Staatsbürgerschaft liberalisiert, so dass es eben nicht mehr nur Blutsrecht war, sprich Deutsches, wer deutsches Blut hat, sondern auch nach Territorium, Deutsches, wer auf deutschem Boden wohnt. Und nun liberalisiert man das Staatsbürgerschaftsrecht, was sich anfühlt wie ein Zurückdrehen
man liberalisiert die Entzugsfähigkeit des Staatsbürgerschaftsrechts. Das heißt, es fühlt sich an wie ein Zurücktreten hinter die, sagen wir mal, breitere Verteilung von Anerkennung von Deutschsein seit dem Jahr 2000. Und das finde ich tatsächlich interessant, weil wenn das sozusagen Schule macht, dann sind wir in einer Situation, in der mal wieder die AfD nicht regieren muss dafür, dass AfD-Politik gemacht wird. Nämlich, dass man Menschen einfacher die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Und wann genau? Na, wenn sie politisch oder insgesamt nach dem Strafgesetzbuch straffällig werden und in dem Fall vor allem für IS-Kämpfer, die aus Deutschland kommen. Ja, aber das ist doch eine interessante Frage. Warum sind denn Menschen, die für den IS kämpfen, keine Deutsche mehr, weil sie für den IS kämpfen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Weil Muslime keine Deutschen sind. Aber das ist die Antwort, genau. Das sozusagen. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, weil das, was wir dahinter vermuten, ist eine rassistische Motivation. Zu sagen, Muslime und Muslime, die gehören eigentlich nicht zu Deutschland. Und die gehören nur so lange zu Deutschland, wie sie genug Tore schießen. Und wenn sie nicht genug Tore schießen, dann, weil es ihnen mangelt an Loyalität zu Deutschland. Das war die Özil-Debatte letztes Jahr. Plus, Max, ich muss nur kurz, aber ist es so, dass es vor allem Leute betrifft, die doppelte Staatsbürgerschaft haben? Ja, genau, ausschließlich. Also du kannst nicht staatenlos werden durch den Entzug, sondern es ist nur für Menschen, die noch eine andere Staatsbürgerschaft haben. Okay. Worüber wir auch sprechen müssen, sind die antisemitischen Übergriffe, die in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht haben. In Berlin wurde voriges Jahr ein junger Israeli mit einem Gürtel geschlagen, weil der eine Kippa getragen hat. In München wurden vor kurzem mein Mann und seine beiden Söhne beschimpft und bespuckt. Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher? Also ich fühle mich nicht so sicher. Ich sage das jetzt bewusst, habe ich das Wort ergriffen, ich bin nicht von Antisemitismus betroffen, aber ich sehe, wie soll ich sagen, ich begreife das alles irgendwie zusammen, also Antisemitismus und Rassismus irgendwie in Korrelation auch gerade in dieser Zeit. Ist der Anstieg auf beiden Seiten gleich, würde ich sagen, oder so beobachte ich das zumindest. Und die Berichterstattung darüber, und ich bin selber als Journalistin tätig, ähnelt sich auch sehr, habe ich das Gefühl. Und zwar insofern, als dass mediale Aufmerksamkeit immer nur auf bestimmten Fällen liegen. Und vielleicht weiß ich nicht, mag Max noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil es geht auch so ein bisschen in die Richtung von Desintegriert euch. Aber gerade bei den antisemitischen Übergriffen habe ich das Gefühl, dass es oft, dass das Augenmerk auf den Fällen liegt, wo, und die Fälle gibt es leider viel zu häufig, wo die Angreifer selbst auch einen muslimischen Background haben. Wobei 94% der Angreifer deutsch sind, aus dem rechtsradikalen Milieu stammen. Und keine Muslime sind. Keine Muslime sind. Aber das sind irgendwie die Fälle, also diese, was weiß ich, 4%, ich wusste jetzt die Zahl nicht, aber dieser Bruchteil ist eben der medial irgendwie aufbereitet wird und der am meisten sich wahrscheinlich auch klickt, weil das irgendwie in so ein bestimmtes Bild passt und weil man das erzielt irgendwie die Wirkung, dass man eine Minderheit gegen die andere super gut ausspielen kann, was zum Beispiel auch, ich muss wieder AfD sagen, aber ein Spiel ist, was die AfD halt total gut beherrscht und sehr gerne spielt, dass man irgendwie die jüdische Community in Schutz nehmen möchte vor den bösen muslimischen MigrantInnen. Was sagst du, Max? Lena, beziehungsweise also fühle ich mich sicher in diesem Land? Ich finde diese Frage wirklich kurios. Also ich will nicht in Details meiner Familiengeschichte jetzt hineingehen, aber auf der jüdischen Seite meiner Familie lebt genau eine Person. Und es gibt einen deutschen Grund dafür. Fühle ich mich sicher in diesem Land, ist eine abstruse Frage. Ich bin auf eine jüdische Schule gegangen, 13 Jahre, da waren Polizisten und israelische Bodyguards davor und haben uns bewacht. Fühle ich mich sicher in diesem Land?
Ehrlich gesagt, wir haben dann daneben in den Pausen gesessen auf einer großen Wiese. Ich habe am Ende meiner Schulzeit realisiert, es ist ein Massengrab und ein alter jüdischer Friedhof. Fühle ich mich sicher in diesem Land. Ne, Sie verstehen, welches Spiel ich spiele mit Ihnen. Ich glaube, ich bin groß geworden mit dem Bewusstsein, ich lebe in einem Land, in dem es wieder passieren kann. Und für mich ist die Tatsache, dass bestimmte Dinge gerade auftauchen, nicht überraschend. Und ich bin auch nicht sozusagen geschockt erstmal davon, sondern eher auf eine Weise ermüdet. Und ich glaube, die Frage ist für mich immer wieder, wie kann man sich selber motivieren, auch im Sinne von alten linken Denkern wie Jean-Améry, wie Kurt Tucholsky, Leute, die gesagt haben, okay, aber trotzdem probieren wir es jetzt. Also wie schafft man es weiter zu sagen, angesichts der Tatsache und eingedenk der Tatsache, dass wir in diesem Land leben und nicht irgendeinem anderen, wie schafft man es einfach zu sagen, ich probiere trotzdem weiter, man wird mich mit den Füßen zuerst raustragen müssen. Also wie schafft man es, nicht nur Kaninchen vor der Schlange zu sein, sondern selber ein bisschen Schlange? Und ich glaube, das ist das, was desintegriert euch, wo ich probiert habe, das zu denken als Möglichkeit, angesichts von Antisemitismus und angesichts von Rassismus, aber vor allem auch angesichts der Versuche, diese diskriminierten Communities auseinanderzuziehen. Und da rede ich wirklich von Community, weil ich glaube, natürlich gibt es viele Musliminnen und Muslime, die sozusagen nicht antisemitische Übergriffe machen. Das ist ja logisch, es sind ja viel mehr Menschen, als es Übergriffe gibt. Genauso wie es auf der jüdischen Seite viele Jüdinnen und Juden gibt, die nicht antimuslimischen Rassismus verinnerlicht haben oder die trotzdem interessiert sind, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, einen Denkraum zu schaffen, in dem diese Begegnung stattfinden kann, ist mindestens genauso wichtig wie diese Situation der Gewalt und der Übergriffe zu problematisieren und dagegen vorzugehen. Und ich glaube, das fällt sozusagen völlig hinten runter und das sehe ich auch gerade. Und ich rede schon zu lange, deswegen führe ich es nicht aus, aber vielleicht später. Was gerade passiert ist, dass diejenigen liberalen Akteure auf beiden Seiten immer stärker sich zurückziehen. Der jüdisch-muslimische Diskurs oder Dialog, wenn man so will, wird immer schwieriger im Moment. Und das ist sozusagen ein Ergebnis einer Polarisierung, die gesellschaftlich stattfindet, die auch von den Communities jeweils mitbetrieben werden, die ich für außerordentlich problematisch halte, weil wir tatsächlich in diesem Fall nur gemeinsam eine Position entwickeln können, die sozusagen eine Gegenposition sein kann zu dem, was die AfD gerade anbietet oder dem, was die CDU-CSU gerade anbieten oder anbieten werden, wenn Merkel weg ist. Darf ich ganz kurz was anschließen? Und ich würde dennoch sagen, dass die Frage, fühlen Sie sich sicher, eine zulässige Frage ist, weil der deutsche Staat natürlich ein Schutzversprechen abgibt an all die Communities, die Sie genannt haben. Und das leitet sich auch aus der deutschen Erinnerungskultur ab. Das Versprechen, es wird nie wieder passieren. Und darauf zielt die Frage ab, hält dieses Versprechen noch oder erodiert es? Aber, also, ich soll NSU sagen, sagt Max. Ich sage NSU, ich kann auch gerne nochmal NSU sagen, weil man kann es nämlich nicht oft genug sagen. Aber ich wollte zu der Frage nämlich sagen, es ist, also wir können, glaube ich, hier die Frage als Einzelperson beantworten und ich kann gerne sprechen über die Sichtbarkeit oder Nichtsichtbarkeit meines Jüdischseins oder davon, was passiert, wenn ich als Jüdin einen Text schreibe und was ich dann für freundliche E-Mails erhalte. Aber darum geht es nicht, weil es geht hier nicht um mich als die Person, die Jüdin, sondern es geht darum, dass jemand mir oder Max oder Fatma die Frage stellt, fühlst du dich sicher, weil das Schutzversprechen, das der deutsche Staat abgibt, der gibt es nicht für die Hälfte oder für die nicht-jüdischen oder die nicht-muslimischen Bürger ab, sondern er gibt das Schutzversprechen an uns alle ab. Das heißt, in dem Moment, in dem diese Frage gestellt werden muss, dürfen wir uns alle nicht mehr sicher können. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die irgendwie denken, ah, ich bin nicht schwarz, ich bin nicht jüdisch, ich bin nicht Muslim, gehöre nicht zur LGBT-Community, super, mir geht's gut. Das ist ein Schutzversprechen an uns alle. Ich habe mich zum ersten Mal, ich kann genau sagen, wann ich mich das erste Mal unsicher gefühlt habe. Das war, als das Buch von Sarrazin erschien, ich könnte mir im Jahr helfen, 2004, 2003, das schafft Deutschland, schafft. Oh, 2010, das stimmt, klar. Also, ich habe mich da unsicher gefühlt. Und das, obwohl Sarrazin sich da überhaupt nicht als Antisemit aufzeigte, aber als ein solch menschenfeindlicher, antimuslimischer,
der wirklich mit Gedanken herkam, wie irgendwie in den Genen ist verankert, wie klug man ist etc. Also da habe ich mich unsicher gefühlt, obwohl das mich persönlich, also natürlich hat es mich angegriffen, weil ich nicht hier geboren wurde, aber es hat mich dieser antimuslimische Hass hat mich nicht betroffen, aber ich habe gedacht, okay, jetzt stimmt in diesem Land was nicht. Und die Frage, fühlen Sie sich sicher, sie funktioniert nicht, weil es geht nicht, dass die Hälfte sich sicher fühlt und die andere nicht. Gut, fühlen wir uns sicher. Die Ausstellung, die unser Abend heute flankiert, trägt ja den Titel Stadt ohne. Auch da geht es um Strategien des Ausschlusses. Es geht um eine Dystopie. Nämlich eine Stadt ohne Juden, Ausländer, Muslime, Flüchtlinge. Die Ausgrenzung von Menschen geschieht über Stigmatisierung. Das klang jetzt schon immer wieder an. Welche Erfahrungen der Stigmatisierung mussten Sie machen, Frau Aldemir? Ich habe immer noch, ich höre diese Frage so oft und ich habe immer noch keinen richtigen Umgang damit. Ich wünschte, ich hätte so einen auswendig gelernten Satz, den ich. Ich finde es ist wichtig, über Stigmatisierung zu sprechen, über Rassismuserfahrungen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Raum ist, in dem ich das jetzt eins zu eins so nacherzählen, abhaken möchte. Ich kann nur so viel. Dankeschön. Ich möchte noch mal kurz NSU gesagt haben als Wort, aber auch das ganz kurz ausführen, weil ich auch eigentlich zum Mikrofon gegriffen hatte, als es um Sicherheit ging. Also, und auch was Lena vorhin gesagt hat, ist total wichtig. Also in der Theorie ist natürlich, sollten wir uns alle irgendwie gleich sicher fühlen. Und wenn sich eine Gruppe in dieser Gesellschaft unsicher fühlt, dann sollte uns das alle betreffen. Aber in der Praxis ist es halt nicht so. Und zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über Deutsch als, was ist schon Deutsch zum Beispiel, Deutsch als Staatsbürgerschaft begreifen. Das ist, der NSU ist ja jetzt nicht losgelaufen, hat eine Passkontrolle gemacht bei seinen potenziellen Opfern, bevor diese Menschen ermordet wurden. Hat auch keine Umfrage gemacht, als was bezeichnest du dich eigentlich, definierst du dich als Deutsch oder nicht. Das war einfach nur, diese Menschen hatten keine deutsch klingenden Namen für den NSU, sahen nicht deutsch aus. Haben somit kein Existenzrecht sozusagen, dürfen nicht leben, müssen umgebracht werden. Und insofern, also ich finde, das zeigt schon irgendwie, natürlich mit dem extremsten Beispiel, aber schon, was das potenzielle Risiko für Minderheiten in diesem Land ist. Und ganz unabhängig davon, was ich jetzt so im Einzelnen in meinem Leben erfahren habe, ist es etwas, was ich natürlich im Hinterkopf habe, wenn ich über die Straße gehe. Und gleichzeitig gibt es natürlich noch andere Formen von Diskriminierung, die ich selbst nicht erfahre. Antisemitismus ist ein Beispiel, aber antischwarzen Rassismus ist natürlich ein anderes Beispiel. Ich kann das nur in der Theorie begreifen, beziehungsweise ich kann mich solidarisieren mit Menschen, die das erfahren, weil ich, wenn ich mich nur für meine eigenen Interessen einsetze, irgendwie, ich hatte das Problem, dass irgendwie in der Schule über Türken dies und das gesagt wurde. Wenn es mir nur um dieses eine konkrete Ding geht, was ich selbst erlebt habe, dann ist das keine Solidarität, das ist auch kein Aktivismus, das ist eher Egoismus. Also das ist so eine Art von Self-Care, sage ich mal. Ich gehe rum und kümmere mich nur um meine eigenen Interessen, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es eher um das Gesamtgesellschaftliche. Eine Frage, mit der ich das Ganze so ein bisschen kurz auf die Metaebene heben möchte. Herr Czolek, Sie haben in Ihrem Buch Desintegriert euch unter anderem das Integrationstheater kritisiert, das Ihnen allen dreien Etiketten aufklebt, die Deutsch-Türkin, die Russland-Deutsche, der Jude in Deutschland. Das ist, sind alles sehr unangenehme Etiketten und gegen die sie sich zu Recht wehren, darauf reduziert zu werden. Und dennoch sitzen wir hier unter der Frage, was ist schon Deutsch, und diskutieren übers Deutschsein. Bringen Sie das auch in eine brenzlige Situation? Weil ich spüre die Brenzligkeit dieser Situation gerade sehr deutlich.
Und wie gehen Sie damit um, wo Sie sich ja eigentlich dagegen verwehren? Danke für die Frage. Es gibt eine schöne Stelle bei Tucholsky in einem Text, der überschrieben ist mit Heimat. Und ja, Tucholsky hat den Heimatbegriff affirmativ benutzt. Ist auch eine andere Zeit, ne? Jean-Marie übrigens, ich finde, über den Heimatbegriff als ein Problem zu sprechen, ja, eure Heimat ist unser Albtraum, nicht an sich verwerflich. Die Frage ist, und da würde ich Fatma nochmal aufnehmen, immer die Frage der politischen Verwendung dieses Begriffs. Ich glaube, dass Tucholsky recht hat, wenn er sagt, es ist ja nicht so, als hätten diejenigen, die sich national nennen, dieses Land für sich gepachtet. Man wird uns mitdenken müssen. Und ich finde, die Frage, wie kann man ein Deutschland oder ein Land denken und auch eine Gesellschaft denken, in der die Gesellschaft in ihrer radikalen Vielfalt abgebildet werden kann, ohne dass ein Teil dieser Gesellschaft unter Generalverdacht steht, nicht dazuzugehören oder nicht mitmachen zu wollen. Das ist die Herausforderung, die sich jetzt stellt. Ich würde sagen, die Gesellschaft ist heute an einem Punkt, wo sie radikal vielfältig ist und wir operieren in der Politik mit Konzepten, als wären wir immer noch in den 50er Jahren, in denen Deutschland eine weitgehend ethnisch und politisch homogene Gesellschaft war. Deutschland ist so nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ja? Und ich glaube sozusagen, das ist eine Herausforderung, die was damit zu tun hat, die eigenen politischen Modelle zu aktualisieren und weiterzudenken. Und deswegen ist es vielleicht auch schön, dass wir als sozusagen verhältnismäßig jüngere Leute hier sitzen und gemeinsam darüber nachdenken. Also nein, an sich ist es kein Problem, solange Europa irgendwie national verfasst ist, müssen wir halt in diesem nationalen Rahmen auch nachdenken. Es bringt ja nichts zu warten, bis die Revolution passiert. Ich saß Anfang Januar auf einem Podium im About Blank, einem sehr linken Club in Berlin, der hieß Antinationaler Neujahrsempfang. Und die Frage war sozusagen, ist nicht die Tatsache, dass ich wie sozusagen Reformvorschläge für das bestehende System mache, eigentlich Verrat an der Sache, müssen wir nicht eigentlich warten oder für die Revolution kämpfen? Und ich würde sagen, naja, also vielleicht, aber also ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, mit wem ich Revolution machen will. Und ich weiß aber eine Sache sehr genau, und das, glaube ich, ist eine Lehre, die man aus dem 20. Jahrhundert aus einer jüdischen Perspektive zumindest ziehen kann. Und das ist, dass es nicht genügt, einfach nur an einer anderen gesellschaftlichen Position zu sein, zum Beispiel der jüdisch-christlichen Gesellschaft, die sozusagen geschützt ist, sondern dass es eine andere Gesellschaft braucht. So, und ich glaube, das ist ein entscheidender Motor, über diese Frage von Zugehörigkeit nachzudenken und zu überlegen, was Alternativen sein könnten, in der Menschen ohne Angst verschieden sein können. Die Frage der Zugehörigkeit ist eng verbunden mit dem Konzept der Integration, das Sie ganz vehement kritisieren und Sie, Frau Gorelick, auch in einem Text konterkarieren durch das Konzept der Inklusion, das für Sie weniger normativ gefasst ist. Also es gibt nicht eine gesetzte Normalität, der man sich anzugleichen hat, sondern wie funktioniert Inklusion Ihrer Meinung nach? Was stellen Sie sich unter dem Begriff vor und wie könnte es als gesellschaftliches Binde- oder Klebemittel funktionieren? Ich kann tatsächlich nur sagen, wie ich es mir vorstelle, weil Inklusion ja de facto in unserer Gesellschaft nicht funktioniert. Deswegen kann ich das nicht als Ist-Zustand beschreiben. Aber der Gedanke, der Inklusion zugrunde liegt, ist eben, dass es gibt keine Messlatte. Also Integration heißt ja, dass man irgendwas erreicht haben muss, um dazu zu gehören. Niemand hat je in Worte fassen können, was man eigentlich erreicht haben muss und wann man integriert ist. Und es wäre auch ganz furchtbar, wenn es eine Instanz gäbe, die sich anmaßt, das entscheiden zu können. Weil ich glaube, dass dann einfach ganz viele von uns, die wir hier sitzen, einfach rausfallen würden aus dem Konstrukt. Also ich auf jeden Fall. Und der Gedanke der Inklusion sagt einfach, wir machen quasi alle mit. Es ist so ein bisschen, alle gehen auf eine Party und die einen trinken und tanzen und die anderen sitzen rauchend in der Ecke, aber alle sind auf derselben Party. So, das ist der Grundgedanke, der dahinter liegt. Wie der funktioniert, kann man nicht ablesen, weil es eben zumindest in Deutschland, in diesem nationalen Konstrukt, nicht funktioniert.
Also nur eine kleine Kritik am Inklusionsmodell, nur weil wir jetzt sozusagen schon darüber reden. Ich glaube, also oder sagen wir mal, das Inklusion zielt ja darauf, in der konkreten Praxis in der Schule oder in Behörden oder so, den bestehenden institutionellen Rahmen so umzubauen und zu weiten, dass Leute daran partizipieren können. Dass man also nicht sagt, die Leute müssen sich verändern, sondern die Institutionen müssen sich verändern. Ne? Also jetzt sozusagen soweit in der Praxis, soweit ich das sehen kann. Ich glaube, dass für mich sich schon die Frage stellt, meine russische Mathelehrerin in der jüdischen Schule hat immer gesagt, wenn man eine Lösung gefunden hat, die gut war, aber umständlich, hat sie gesagt, das ist so. Also als würde man sich mit der rechten Hand am linken Ohr kratzen. Ich bin mir nicht sicher, ob die bestehenden Strukturen durchweg überhaupt in der Lage dazu sind, diese Art von Inklusivität zu erzeugen oder ob es nicht an einem gewissen Punkt auch den Umbau von Strukturen braucht. Aber dazu müssten wir auf die Revolution warten. Weißt du, nein, naja, ist es so? Also stimmt es, ist sozusagen dieser ganze Laden nicht sozusagen umstrukturierbar? Also ich rede nicht von der Umwertung aller Werte, ich rede nur von der Möglichkeit, politische Veränderungen eben radikaler zu denken, als einfach nur, wir bauen eine Hebevorrichtung an die Treppe. Naja, die Frage ist, von welchem Zeitpunkt aus wir diskutieren. Und ich habe das Gefühl, wir können über die Utopien wie die Revolution oder den Umbau der herrschenden Strukturen reden. Ich habe das Gefühl nur, wir haben überhaupt nicht die Freiheit oder das Privileg dazu, weil wir kurz davor sind, im besten Falle etwas abzuwenden, was ganz, ganz schlimm wäre. Und dann dieses Zentrum, also ich finde, wir sind nicht irgendwie kurz davor, wie machen wir es noch besser als Inklusion, ja, weil ja, ich gebe dir recht mit den Strukturen, sondern wir sind kurz davor, wie machen wir es, dass die Hälfte von uns nicht komplett hier ausgegrenzt wird. Also nur eine Möglichkeit, über die ich nachdenke, wenn es mir gut geht, also wenn ich einen guten Tag habe, könnte es sein, dass das genau das ist, was die rechte Seite einem suggerieren will und dass man eigentlich gerade jetzt die offene Gesellschaft weiterdenken muss und zwar auch wirklich radikal weiterdenken muss, weil sie ein Versprechen ist, was nicht eingelöst ist oder sie wird nicht mehr sein. Und ich glaube, dafür gibt es konkrete Gründe. Also zu sagen, das Integrationsdenken, das Integrationsparadigma schließt ein Viertel der Bevölkerung systematisch aus, weil sie unter Generalverdacht stellt, ein Viertel der Bevölkerung hat nach Beamten deutschen Migrationshintergrund, bedeutet doch ein echtes Demokratieproblem. Ein Viertel der Gesellschaft wird unter den Verdacht gestellt, nicht loyal zu sein zu Deutschland. Also sind wir doch gezwungen, angesichts dieser Situation jetzt gerade ein Modell zu entwerfen, was inklusiver und was in der Lage ist, dieses Viertel der Gesellschaft plus alle anderen diskriminierten Gruppen stärker einzubinden und stärker anzusprechen als Teile dieser Gesellschaft. Also ich finde es tatsächlich nicht utopisch. Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, die nichts mehr mit diesem alten karitativen Gedanken der Multikulti-Geschichte zu tun hat, sondern wirklich mit der Frage, wie erzeugen wir vielleicht Mehrheiten, vielleicht Bündnisse, die stark genug sind, zu widerstehen. So. Und das kann auch bedeuten, dass diese Gesellschaft eine bessere wird. Es muss nicht bedeuten, dass wir in diese Art Abwehrsituation geraten, in der wir sozusagen nur noch das, was wir haben, beschützen müssen. Ich glaube, dann wird es nach und nach abgefressen. Also ich wäre wahnsinnig gerne an einem anderen Punkt. Ich saß am Sonntag, vor wann waren die Landtagswahlen? Vor 10 Tagen saß ich da und es gibt 2 große Bundesländer, in denen die AfD, jeder Dritte wählt die AfD. Da kannst du durch die Stadt spazieren und zählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeder Dritte will mich nicht haben, dich nicht haben und dich nicht haben. So. Und in dieser Situation sind wir und dann passieren so Dinge wie, das hast du ja vorhin angesprochen, wie dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die dann auch noch als bürgerlich bezeichnet und keinerlei kritischen Fragen stellt etc. Und das alles passiert und ich finde dieses Wir, dass das andere Modell erfinden könnte, herstellen würde, Strukturen aufbrechen könnte, dieses Wir wird immer kleiner, weil die Mitte aufgelöst wird, weil es diese Mitte, dieses Dagegen, die Mitte sehe ich ziemlich wenig und deswegen, also ich will all die Leute sehen oder hol die bitte mir her und mit denen werfe ich wahnsinnig gern dieses Modell. Ich sehe nur nicht so viele von diesen Menschen.
während wir auf die Revolution warten, die erstmal nicht kommen wird und die Strukturen ändern wird, versuchen Leute, die ansonsten über Integration nachdenken, weiterhin die Menschen zu ändern, statt die Strukturen. Also eben dieses eingangs zitierte Buch von Ulrich Wickert mit dem Titel Identifiziert euch ist ja ein ganz klarer Imperativ, eine Aufforderung an Sie alle im Zweifelsfall, an alle hier im Raum, identifiziert euch. Es liegt ein Körnchen Wahrheit vielleicht darin, dass es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch normative Bedingungen geben muss, auf die man sich einigen kann, sei es das Grundgesetz beispielsweise. Stimmen Sie dazu? Sie greifen schon zum Mikro. Im besten Fall haben wir uns ja alle schon längst darauf geeinigt, sonst wären wir im Knast und nicht hier oder abgeschoben. Ja, es gibt da Parteien, die schrammen an der Grenze entlang. Genau, das ist, und dann gibt es irgendwie, es gibt einmal das geschriebene Gesetz, klar, und dann gibt es nochmal die, wie wird das in der Praxis angewendet, wer interpretiert das wie, weil eigentlich, manche Parteien, die ich jetzt nicht nochmal namentlich nennen will, inhaltlich und ideologisch Ziele verfolgen, die eigentlich nicht kompatibel sind mit diesem Grundgesetz. Ich finde diesen Aufruf, identifiziert euch, ich habe jetzt, das Buch kam glaube ich gar nicht raus, aber ich habe nur den Titel gesehen und habe schon irgendwie mir nur gemerkt, desinfiziert euch irgendwie. Das fand ich so eine Mischung aus Max Buch und es scheint ja auch von dem Titel inspiriert zu sein. Das wäre ein großer Zufall. Ich finde das so eine, ohne jetzt den Inhalt von einem Buch zu wissen, ich finde diesen Imperativ, der kommt mir bekannt vor, also das ist jetzt nichts Neues. Das ist irgendwie Integration 2.0, integriert euch. Und ich finde, dieses normative Konzept, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen, also über das Grundgesetz hinaus, aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist schon eine Diskussion darüber, wie wir zusammenleben wollen, beziehungsweise wie diese, also was wir eigentlich unter dieser Demokratie verstehen oder unter diesem demokratischen Zusammenleben, weil, ich sehe das ja, dieses Normative schwingt ja die ganze Zeit mit und das ist ja diese Mitte, die sich auflöst sozusagen. Es gibt ja keine Immunität gegen Antisemitismus oder gegen Rassismus. Ich meine, Rassismus ist ein Problem, das haben auch meine linken Freunde. Das Problem ist nur, dass wir nicht so richtig darüber reden können, weil viele Leute von sich überzeugt sind, dass sie irgendwie auf der richtigen Seite stehen. Wir hatten kurz mit Lena darüber gesprochen. Es ist total, also ein Beispiel jetzt zum etwa dieses, ich will jetzt gar nicht die große Kopftuchdebatte aufmachen, aber weil es gibt Expertinnen, die haben da bestimmt viele andere Dinge noch dazu zu sagen, aber schon allein diese Idee, dass wer ein Kopftuch trägt, nicht deutsch sein kann, weil das entspricht irgendwie nicht den deutschen Werten. Also das ist ja eine Argumentation, die finden Sie eigentlich fast in allen Parteien. Und dann wird irgendwie mit Trennung von Staat und Religion argumentiert, aber die Diskussion um das Kreuz, das im Klassenzimmer hängt, ist irgendwie eine ganz andere. Das heißt, dieser normative Diskurs ist schon da, also dieser dominante Blick ist schon da und was ist normal und was gehört nicht dazu, also was ist deutsch eigentlich, die meisten, ich würde sagen, schon ein großer Teil dieser Gesellschaft hat schon klare Vorstellungen davon, was deutsch ist, aber diese Vorstellungen sind falsch. Es ist falsch zu glauben, dass jemand, der ein Kopftuch trägt, nicht deutsch sein kann. Es ist auch falsch zu glauben, dass jemand, der schwarz ist, nicht deutsch sein kann. Aber das sind immer noch Bilder, die wir im Kopf haben, mit denen wir rumlaufen. Und daran muss auch gerüttelt werden. Eine abschließende Frage, damit wir noch Zeit haben für Zuschauerfragen. Wir sprachen jetzt nur am Rande über Erinnerungskultur und die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, aber wir sprachen viel über etwas, was Sie, Herr Czollek, dem entgegensetzt, nämlich die Gegenwartsbewältigung. Eine permanente Arbeit an der Gegenwart, damit Geschichte sich nicht wiederholt. Frau Gorelick, Sie haben es angesprochen, es gilt etwas abzuwenden. Wie, eine Frage an jeden Einzelnen von Ihnen, wie sollte diese Gegenwartsbewältigung jetzt möglichst konkret für die nächste Zeit aussehen? Also wir haben ja unterschiedliche Vorschläge, glaube ich, heute gemacht. Ich glaube, einer der wesentlichen
vielleicht Schwierigkeiten, die ich sehe jetzt gerade, ist, dass wir mit Konzepten operieren, die nicht mehr angemessen sind, dafür die gesellschaftliche Gegenwart abzubilden. Ich glaube, also sie greift sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, auf jeden Fall schon eine Weile. Ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die sich ganz besonders auf der Seite der progressiven Parteien und Kräfte in Deutschland stellt, weil von konservativer Seite gibt es natürlich keine Probleme, wenn man veraltete Konzepte benutzt. Man möchte da ja hin. Das heißt sozusagen, das Problem entsteht eigentlich erst, wenn man sich selber als progressiv oder links oder wie auch immer Sie das nennen wollen, dafür hält. Wir haben das zweite war Bündnisse. Ich glaube, dass sich zu solidarisieren oder sich zu verbünden mit Menschen wichtig ist, und es hängt ganz eng zusammen mit einem Themenkomplex, der im Herbst auch bei einer Konferenz hier in München thematisiert werden wird. Die wird heißen Stolz und Vorteil, wo es nämlich um die Frage von Identitätspolitik und Identitätsdenken geht. Weil ich fürchte so ein bisschen, dass eine sozusagen ein Konzept oder eine Strategie, die von links sehr effektiv gewesen ist für eine Weile, nämlich zu sagen, wir sind X und wir fordern Y, auf eine bestimmte Weise sich erschöpft langsam. Und ich glaube, die Frage ist, können wir vielleicht eine Konzeption finden, auf der so etwas wie Absicht, Wille, ne, politische Intention oder sowas, wieder eine größere Rolle spielt als die Frage, wo man sich identitär befindet. Also, und ich glaube, es ist eine logische Operation. Ich glaube, wenn wir recht haben mit unserer Analyse, dass die Mächtigen mächtig und die Diskriminierten diskriminiert sind, also nicht mächtig, dann kann aus einer politischen Strategie, die sagt, die Nichtmächtigen kämpfen jetzt einfach gegen die Mächtigen als Nichtmächtige und die Mächtigen können nicht mitmachen, weil sie ja mächtig sind, keine Veränderung so richtig entstehen, sondern man muss ja Bündnisse denken, in der diejenigen, die Privilegien haben, Ressourcen abgeben und man gemeinsam dann anfängt, diese Sachen zu verändern. Und ich glaube, das ist was, sobald wir uns komplex denken, nämlich ich jetzt nicht nur als jüdisch, sondern auch als Mann und als Mittelschicht und als Deutscher und als jemand, der in Berlin groß geworden ist und so, ja auch schon jederzeit besitze. Ich bin ja immer schon Komplize dieser Gesellschaft und nicht nur jemand, der draußen steht und sagt, was passiert hier eigentlich? Und ich glaube, das, also da hinzukommen gemeinsam, scheint mir irgendwie eine Richtung zu sein, die vielleicht vielversprechend sein könnte. Ich tue mich immer schwer mit so großen politischen Forderungen. Aber ich glaube, ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist, dass man im Moment die Dinge ganz klar benennen sollte, also dass man aufzeigen muss, also sowohl wir, aber auch insbesondere die Medien, einfach was geschieht, also dass man eine rechtsradikale Partei als eine rechtsradikale Partei benennt, dass man nicht Angst hat, mit dem Finger auf die zu zeigen, die auf uns mit dem Finger zeigen, dass man Rassismus als Rassismus benennt, Antisemitismus als Antisemitismus benennt, dass man die quasi wie so eine Klarheit schafft, damit Menschen, die nicht selbst davon betroffen sind, die Möglichkeit und die sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, sehen, was da tatsächlich geschieht, weil es ganz einfach ist, auch nicht hinzusehen. Das ist das eine. Ich glaube auch, dass Bündnisse ganz wichtig sind. Und ich glaube, dass eine Sichtbarkeit da sein muss für dieses, ich tue mich schwer vom Land zu sprechen, aber für diese Gesellschaft, in der eben ganz unterschiedliche Menschen leben, dass die sichtbar gemacht werden muss. Also dass sichtbar gemacht werden muss, dass ein Deutscher einen Kopf oder eine Deutsche ein Kopftuch tragen kann, schwarz sein kann, weiß ich nicht, was auch immer kann. Dass das einfach, dass das Bild, was wir vor Augen haben, wenn man Deutsch sagt, das muss verändert werden. Und da können wir alle zu beitragen. Sie haben das Schlusswort. Ja, war schwierig. Nee, ich habe gar nicht so, also es wurde alle wichtigen Sachen gerade schon genannt vorher. Ich kann nur noch mal unterstreichen, wie wichtig ich KomplizInnenschaft finde, und zwar
in eine bestimmte Richtung, nicht in die andere. Was ich jetzt gerade vorhin auch kurz umrissen habe, ist, ich habe eher das Gefühl, dass so eine Komplizenschaft mit rechts irgendwie zu beobachten ist, wo man irgendwie Probleme oder Bedenken hat, die AfD bei verschiedenen Veranstaltungen auszuladen, sie irgendwie gar nicht erst einzuladen oder Positionen einzuholen, wie eben in so schlechten ZDF-Dokus zum Mauerfall. Ich finde das falsch. Ich finde, man sollte eine Komplizenschaft eher mit den Betroffenen von dieser Art von Politik irgendwie leisten, wie Max das vorhin schön gesagt hat. Und genau, weil wir aufeinander angewiesen sind und das irgendwie so vereinzelt nicht funktionieren wird. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und nun würde ich die Fragerunde öffnen. Einfach kurz aufzeigen. Hier vorne. Dankeschön. Ich habe eine Frage bzw. einen Vorschlag zur Integration, so praktisch, nicht der Theoretisierung. Und dann kommt der Vorschlag und dann bitte an Süddeutsche Zeitung. Und zwar die Frage, wir haben jetzt seit 2015 insgesamt 1,5 Millionen also Flüchtlinge bzw. Immigranten. Nicht? Nach meiner Erkenntnis hat davon höchstens 30% gekonnt, in dieser Zeit eine Kommunikation, also in Sprache zu anzuerwerben, sodass sie tatsächlich sich zum Beispiel verständlich machen, ja? Ein großer Teil der Flüchtlinge konnten nicht Deutsch sprechen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Anstrengungen sind viel zu gering. Die Leute erwarten vom Staat, von Landesregierung, dass sie noch mehr Geld hier investieren, um die restlichen Flüchtlinge Deutsch beizubringen. So, mein Vorschlag ist folgendes. Da habe ich sehr oft. Wir haben in Deutschland insgesamt 22 Millionen Rentner und Rentnerinnen. Davon sind höchstens 3-4 Millionen aktiv. Das heißt, sie sind gar nicht, die machen sehr viel, die fahren, die reisen, die haben kaum Zeit. Und davon sind vielleicht 5 Millionen ganz arm dran. Von denen kann ich auch nicht viel erwarten. Aber ich vermute tatsächlich statistisch, fast die 15 Millionen Menschen, die verbringen ihre Zeit, was weiß ich, wo, wie, weiß ich gar nicht. Sehr viele davon sitzen vor der Glotze. Meine Frage ist, wirklich ein erster Vorschlag. Süddeutsche Zeitung könntest du in der Abteilung München initiieren, dass die Rentner und Rentnerinnen, die so viel Zeit haben, einmal in der Woche, zweimal in der Woche ein paar Flüchtlinge zu sich holen und mit denen Deutsch sprechen. Ja? Vielen Dank. Also es ist eine Aufgabe, ich muss ganz klar sagen, es ist wirklich eine Forderung an Süddeutsche Zeitung. Wie sollen wir sonst machen? Sie sollen die Rentnerinnen dazu motivieren, die Flüchtlinge auf sich nehmen, in der Woche ein paar Mal mit denen Deutsch sprechen. Mehr nicht. Gut, ein sehr konkreter kommunalpolitischer Vorschlag. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Also ich bin einer von diesen Rentnern, der heute nicht vor der Glotze sitzt, sondern sich hier informieren will. Wir sollten auch die Frage konkret an einen der Podiumsteilnehmer richten, an Frau Janker. Das Thema heißt, was heißt schon Deutsch? Herr Czolek hat einmal darauf Bezug genommen, wie schön dieser Titel ist, wie man den unterschiedlich verstehen kann. Wir haben über Heimat gesprochen, es war alles sehr interessant. Wir haben viel über die AfD gesprochen, wir haben über Rechtsbewegung, politische Extreme gesprochen. Links ist ein bisschen kurz gekommen, weil es macht ja nichts. Ich bin in einer Zeit jung gewesen, da gab es auch schon die NPD, es gab auch eine sehr extreme Linke und es gab einen Strauß, der gesagt hat, wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht er halt nach drüben. Also das ist schon alles, ich hatte von dem Abend mehr erwartet und deswegen die Frage an die Moderatorin, was heißt schon Deutsch? Ist es ein sprachliches Problem? Ist es ein religiöses Problem? Ist es ein regionales Problem? Also ist Deutschsein ein Glaube? Die Frage könnte man auch stellen, was heißt schon Französisch? Oder was heißt schon Italienisch? Das ist mir einfach zu kurz gekommen. Und deswegen die Frage an die Moderatorin, warum? Vielen Dank für die Frage. Hatte ich jetzt nicht erwartet, dass auch an mich Fragen gerichtet werden, aber
tatsächlich, ja, es ist ja interessant, es stimmt. Wir haben diese Frage nicht beantwortet. Das gebe ich zu. Ich wage aber zu behaupten, dass sich die Frage nicht so leicht beantworten lässt, sondern dass man sie nur umkreisen kann. Und ich glaube, das haben wir gemacht, indem wir beispielsweise die Frage nach Heimat diskutiert haben. Heimat ist ja, also ist Deutschland, ist das Land schon die Heimat? Es ging darum, Deutschland geht nicht mehr nach, es geht nicht mehr ums Blut, ob jemand Deutscher ist, sondern dort, wo er lebt. Da wurde Deutschland umstrukturiert. Also tatsächlich ist Deutschland ein Einwanderungsland geworden. 25% der Menschen hier haben Migrationshintergrund. Also die Frage, welche Religion muss man haben, um deutsch zu sein? Welche Hautfarbe muss man haben, um deutsch zu sein? All diese Fragen, ich glaube, da sind wir schon längst drüber hinweg. Und vielen Dank erstmal für den Abend und dafür, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Nach Ihren schönen Schlussworten würde ich trotzdem, es tut mir ein bisschen leid, dass ich das jetzt zerstöre, wie das aufgebaut wurde, aber ich würde das Thema gerne nochmal etwas öffnen und eine Frage stellen, die mich schon seit langem bewegt oder mich irritiert, die ich mir stelle. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel durch das Schaffen einer Antisemitismusstelle und eines Antisemitismusbeauftragten, auch wenn man die Art, wie er seinen Job macht, hinterfragen oder kritisieren kann, dass Antisemitismus in Deutschland ernster genommen wird als Rassismus, dass darüber öfter berichtet wird, auch in der SZ. Und das irritiert mich, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Frau Aydemir, wie blicken Sie darauf? Ich? ich glaube nicht, dass... Also es mag so den Anschein erwecken, das stimmt, und ich glaube auch, dass viele Leute diesen Eindruck gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass die Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle irgendwie über das Symbolische hinausgeht, so wirklich gerade. Ich glaube also nicht, dass ich das nicht wichtig finde und dass das nicht existieren sollte, aber das löst das Problem jetzt nicht. Ne? Also dann hast du eine Stelle, du hast eine Person, die dafür zuständig ist, und vielleicht hat es, vielleicht ist es symbolisch wirkmächtiger als alle Aktionen gegen Rassismus. Es kann sein, dass man das so sieht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich, wie soll ich sagen, also ich weiß nicht, ich würde am liebsten Max' Buch rausholen und nochmal anfangen, daraus zu zitieren tatsächlich oder das nochmal zu lesen, weil da das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht wird, wie halt so eine Erinnerungskultur zusammen imaginiert wird und so getan wird, als wäre alles irgendwie, als wäre Antisemitismus ein Problem, was in der Vergangenheit liegt oder eben ein Problem, was importiert wurde durch MigrantInnen. Aber so die gegenwärtigen... zum Beispiel Übergriffe von rechts sind irgendwie kaum Thema, so richtig. Insofern, ich würde das jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen, dass irgendwie Antisemitismus total bekämpft wird und Rassismus überhaupt nicht. Genau, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass es den Anschein erweckt, weil so diese symbolischen Akte gegen Antisemitismus natürlich viel mit dem Selbstbild der Deutschen zu tun haben und mit diesem Aufrechterhalten der erfolgreichen Erinnerungskultur. Darf ich auch was sagen, wenn Sie mir die Frage nicht gestellt haben? Ja? Dann sage ich auch noch kurz was dazu. Ich glaube auch, das wäre jetzt ein weiter Bogen, den ich jetzt nicht schlage, nur eine Andeutung, dem Integrationstheater steht ja der Begriff des Gedächtnistheaters gegenüber. Daraus habe ich es auch entwickelt. Das ist ein Begriff, den ich nicht erfunden habe, sondern der kommt von einem Wissenschaftler, einem Soziologe mit dem Namen Michael Bodemann. Und der guckt sich an, auf welche Weise die Interaktion zwischen den Juden, und ich sage bewusst den Juden und den Deutschen, eine Art theatrale Inszenierung ist, die einem bestimmten Skript folgt. Und auf diesem Skript steht, das sage jetzt ich, nicht Bodemann, die Wiedergutwerdung der Deutschen. Das ist sozusagen der tiefere Sinn
den Bodemann herausarbeitet, der Erinnerungsarbeit in den 80er Jahren, ist die Verlängerung der 68er Perspektive zu sagen, ihr wart die Nazis, wir machen es besser, aber eben auch, wir haben damit nichts mehr zu tun. Und sozusagen diese Linie ist natürlich sehr dünn zwischen wir machen es besser und wir haben damit nichts mehr zu tun. Das ist was, woran sich jüdische Kommentatorinnen und Kommentatoren seit 30, 35 Jahren abarbeiten. Aber was symbolisch dazu führt, dass die Juden und Jüdinnen eine immens wichtige Rolle in Deutschland spielen in der Gegenwart. Und das erleben wir auch. Es gibt ein Tauziehen um die symbolische jüdische Position. Die AfD geriert sich als Verteidigerin der Juden. So nennt die sich. Und natürlich, also die sagt dann, wir verteidigen die gegen die muslimischen Antisemiten. Christlich-jüdisches Abendland ist ein Schlagbegriff, Kampfbegriff, der natürlich gar nicht darauf zielt zu sagen, es gab wirklich ein jüdisch-christliches Abendland. Jeder weiß, dass es das nicht gegeben hat. Es ist absurd, das überhaupt zu diskutieren, sondern es zielt darauf zu sagen, kein muslimisches. Ne? Also sozusagen, ich will nur sagen, es gibt ein großes Tauziehen um die jüdische Seite und die Einrichtung verschiedener Antisemitismusstellen spielt natürlich damit rein. Wenn das Innenministerium, was jetzt Heimatministerium heißt, unter anderem eine Antisemitismusbeauftragten beruft, dann ist der Kreis vollständig. Dann sagst du sozusagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber wir haben eine Antisemitismusstelle hier. Das ist die Erzählung. Juden sind safe hier gegen Muslime, das ist die Erzählung. Ne, und das ist das Problem, dass mit dem Kampf gegen Antisemitismus auf diese Weise quasi eigentlich eine ganz andere Politik betrieben wird. Ich glaube, das geht. Also, mir war das jetzt auch wichtig, das nochmal zu sagen oder auf diese Frage ebenfalls zu antworten, weil ich glaube, was damit passiert, mit der Schaffung eines Antisemitismusbeauftragten, der bekämpft ja nicht Antisemitismus, der schafft halt, da ist halt eine Stelle geschaffen worden und jetzt fühlt man sich besser, weil denn eine Stelle ist. Also wir bekämpfen nicht den Antisemitismus besser, aber wir zeigen besser, dass wir es als Problem sehen. So. Das ist das, was de facto passiert. Was aber noch passiert, und deswegen wollte ich eigentlich auf die Frage antworten, ist nämlich, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Weshalb Sie, glaube ich, die Frage an Fatma gestellt haben und nicht an uns beide. Und damit funktioniert etwas, nämlich die Muslimin oder die vermeintliche Muslimin soll mal sagen, dass die Juden hier irgendwie Vorteile bekommen. Und das ist etwas, weil ich hätte, also hätten Sie mich gefragt, oder ich weiß nicht, was Max gesagt hätte, aber ich hätte gesagt, wir brauchen erstens eine Bekämpfung und nicht irgendwelche Stellen, ja. Aber wenn wir schon Stellen schaffen, dann müssen die natürlich gegen Rassismus agieren und nicht gegen Antisemitismus im Speziellen. Es wird aber durch die Schaffung einer solchen Stelle und durch die Wiederholung dieses Narrativs von wir kümmern uns um die antisemitischen Vorfälle, geschieht sowas wie, die Juden sind ja froh, dass sich um sie gekümmert wird und jetzt fragen wir mal die Muslime, ob die nicht auch jemanden brauchen. Vielen Dank für die Diskussion und das interessante Gespräch. Mein Name ist Sabine Böhlau. Was mich jetzt niedergedrückt hat bei der Diskussion und zum Teil auch bei den Fragestellungen, ist die unterschwellige Angst. Damit habe ich nicht gerechnet und ich finde es wichtig, dass Dinge benannt werden und klar benannt werden und noch viel deutlicher benannt werden, aber das, was in den Schlussplädoyers benannt worden ist, sichtbar machen, Komplizinnenschaft, Bündnisse schaffen, ich finde, das muss angstfrei passieren. Ich glaube, dass die Angst eine Reaktion ist auf die Rechten und dieses Zusammenkommen und dieses Miteinander und diese Inklusion. Meine Frage einfach an die Runde, wer es gerne beantworten möchte, seht ihr die Möglichkeit, dieses Gedrückte wegzubekommen, auch wieder angstfreier diese neuen Revolutionen oder Wege zu beschreiten? Ja. Also ich habe keine Angst jetzt gerade. Ich weiß aber, glaube ich, was die meinen. Also es ist so sehr vorsichtig formuliert alles hier. Ich meine, das ist auch klar, wir sind auf so einem Podium, in so einem Raum. Wir wissen nicht, also natürlich ist der Ort markiert. Man fühlt sich schon relativ sicher. Aber gleichzeitig ist es halt, wir sind alle nicht einer Meinung exakt, aber schon irgendwie.
jedenfalls, ich glaube, was Sie meinen, dieses vorsichtige Formulieren, ich glaube, das hat viel mit der ruhigen Stimmung hier zu tun. Es hat auch was mit der, mit der Ernsthaftigkeit des Themas zu tun und mit dem Publikum. Ich glaube, diese Diskussionen können auch mal anders verlaufen, ein bisschen euphorischer verlaufen, je nachdem, wo man sich befindet und wie die Fragestellung lautet. Aber ich wollte eigentlich zur Angst was sagen. Und zwar, ich glaube, die kriegt man nicht ganz weg. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive, ich bin in einer relativ privilegierten Situation, dass ich nicht in Chemnitz leben muss oder irgendwo in Brandenburg. Ich mache mir tatsächlich Sorgen um die Menschen, die dort irgendwie ihren Alltag meistern müssen und nicht wie ich im Wedding sitzen, in ihrem diversen Kiez, wo sie sich relativ sicher fühlen. Und insofern, ich wünsche mir, dass diese Menschen eigentlich keine Angst mehr haben müssen und irgendwie auf die Straße zu gehen. Ja. Als vielleicht der richtige Moment, um das, um ein kleines bisschen Dialektik zu üben. Ich würde sagen, um so ein Buch wie Desintegriert euch zu schreiben, braucht es Mut, für mich zumindest. Das ist wie im Theater, wenn ich fünfmal an die Bühne gehe und sage, ich will nicht mit euch reden, dann, aber hallo, werde ich mit euch reden. Und ich glaube, im Vergleich zu der Generation vor mir, sind die Koffer unterm Bett eingetauscht worden für Baseballschläger an der Tür. Das mag immer noch sich nicht immer so anfühlen, aber ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht wirklich auch eine größere Sicherheit da, dass diese Dinge nicht bestraft werden, auf eine Weise wie, also physisch vor allem, was für die Generation vor mir noch eine große, viel, viel größere Rolle gespielt hat, das Gefühl der physischen Bedrohtheit. Ich denke, und da stimme ich Fatma völlig zu, dass das trotzdem einen nicht ganz wegzudenken ist. Ich erlebe die AfD als eine krasse Bedrohung und ich glaube, das ist wichtig, das auch zu sagen. Und wenn man sich nicht bedroht fühlt davon, dann finde ich, sollte man verbündet sein mit Menschen, die sich bedroht fühlen davon, weil es ist eine real gewaltrechtfertigende Partei. Und das sehen wir immer wieder. Dafür brauchen wir keine Beweise. Alle Informationen sind da. So. Aber um positiv zu enden, es gibt einen Punkt, über den haben wir gar nicht eigentlich gesprochen. Ich finde aber, also zumindest für mich, ist das der Punkt, von dem aus ich das alles denke. Und das ist Kunst. Ich glaube, das Theater, Maxim-Gorki-Theater, ist derzeit ein Raum, an dem politische Modelle und Narrative von Zugehörigkeit so radikal verhandelt werden wie kaum woanders. Ich glaube, in der Literatur passieren super wichtige Sachen. Ich glaube einfach, dass die alten Aushandlungsräume, die es vor ein paar Jahrzehnten gegeben hat, sich verschoben haben. Und wir derzeit Aushandlungen erleben, die einfach woanders stattfinden. Was einer der Gründe ist, dass sowas wie das Maxim-Gorki-Theater zu einer Art Impuls- oder Taktgeber geworden ist für eine Nachdenken über postmigrantische Existenz oder Realität. Dieses Wort gab es auf diese Weise im öffentlichen Diskurs vor dem Gorki-Theater nicht, ne, vor der Intendanz von Shermin Langhoff und Jens Helie. Und es ist kein Zufall, dass Desintegriert euch entstanden ist, nachdem ich durch sozusagen diesen Durchlauferhitzer Gorki gelaufen bin. Also ich will nur sagen, da gibt es ganz viel, was nicht unbedingt sichtbar ist, wo man sich auf den Weg machen kann und gucken kann. Und das finde ich, ist vielleicht eine optimistische oder positive Aufforderung auch, mehr Hip-Hop zu hören, mehr Gorki-Theater zu gucken, mehr Gedichte zu lesen, all diese Sachen, die derzeit passieren und wo ich sagen würde, wahnsinnig interessante neue Perspektiven entstehen. Ich würde angesichts der Zeit, wir haben später begonnen, aber wir überziehen jetzt schon ein bisschen, ich würde noch sagen, noch zwei, drei Fragen, okay? Gut, schönen guten Abend. Ich würde noch gerne das Augenmerk auf ein anderes Potenzial lenken, gerade wenn es um Bündnisse geht. Ich bin in Deutschland geboren und habe die letzten 12 Jahre im Flüchtlingslager als Sudanesin verbracht. Und wenn ich mich vorstelle, sage ich, ich bin Transmigrantin. Und dann bekomme ich sehr mitleidige Blicke und finde das eigentlich schade, weil ich denke, aus der gesellschaftlichen Mitte heraus haben wir viele Menschen unter uns, die zeitweise im Ausland leben, ob aus beruflichen oder familiären Gründen. Und ich denke, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in dieser Position wäre auch eine
sehr wertvolle und bedeutende Argumentation gegen Formen von Rassismus und Antisemitismus. Dankeschön. Vielen Dank, das war jetzt keine echte Frage, das war ein... Darum würde ich sagen, noch drei Fragen. Ja? Es gibt so viele Wortmeldungen, aber... An sich brauche ich das nicht. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank. Also ich habe jeden Satz verfolgt und sehr viel dazu gelernt. Mir gefällt dieser Begriff von der Schlange. Und ich denke mir, wenn wir jetzt mit dem Begriff Angst ein bisschen arbeiten, dann ist die Schlange doch eine sehr gute Sache. Ich würde noch dazu fügen, jeder von uns, und wenn ich so mich umsehe, wir sind ja viele, wir können sehr viel erreichen, auch im Persönlichen. Wenn in der Familie jemand was sagt gegen Ausländer oder antisemitische Witze erzählt, dann können wir uns wehren. Wir müssen nicht einfach zurückgehen und sagen, ich will keinen Konflikt erzeugen, sondern wir können in den Konflikt treten und können sagen, das höre ich mir nicht an oder jetzt komme ich hierher nicht mehr oder ich lade diese Person einfach nicht mehr ein und lasse sie auch wissen. Also ich denke, wir müssen jetzt reagieren. Wir müssen ein bisschen mehr Schlange sein und weniger Angst haben. Das ist mir eine ganz wichtige Sache, genau. Vielen Dank. Ja, was heißt schon Deutsch? Das heißt für mich auch ein bisschen Konsens, Konsensdemokratie, ein bisschen Burgfriede, lieber mal derselben Meinung sein. Man sieht es ja auch auf dem deutschen Parlament, wahnsinnig langweilig und dann guckt man irgendwie oft nach England oder auch in die USA und denkt sich, Wahnsinn, was da vielleicht passiert. Ich finde auch Diskussionen immer dann spannend, wenn es auch mal Dissens gibt. Und wir haben heute ganz viel über Solidaritäten, über Bündnisse gesprochen, finde ich auch ganz wichtig, wenn es um den Ausschluss von zum Beispiel Rechtsextremisten geht. Ich finde es aber auch wichtig, dass man auch mal sich selber betrachtet, wenn man sich jetzt als linke oder als progressive Seite irgendwie definiert, wie auch immer, und auch mal sich selber betrachtet, was hat man selbst für Fehler gemacht oder was gibt es da selbst auch für Diskussionen, die man führen könnte, und auch mal Dissens auszuhalten. Und da wäre meine Frage an Herrn Czolek, wie wichtig er denn Dissens findet in der Demokratie, abseits von Bündnissen und so weiter. Und ob er denn Frau Eide mir zustimmen würde, oder ihr zustimmt, als sie vorhin gesagt hat, Rassismus und Antisemitismus sind für sie dasselbe. Danke für die Frage. Das sammeln wir weiter, oder? Ich würde jetzt die noch beantworten. Also okay. Ich würde jetzt die einzelnen noch abarbeiten. Okay, wir arbeiten die ab. Ganz kurz. Hast du nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass das für mich dasselbe, aber ich habe gesagt, ich denke das zusammen und ich habe das Gefühl, dass der Anstieg von beiden miteinander korreliert. Korreliert, ja. Genau, also so habe ich es auch verstanden. Es ist wirklich eine größere Debatte. Ich bin gerade in so einem Gesprächsnetz von Leuten. Das Zentrum für Antisemitismusforschung macht ein Heft zusammen mit einer Plattform, die heißt Lernen aus Geschichte. Da sind Akteurinnen und Akteure aus der Antirassismusarbeit, postkolonialen Arbeit und Anti-Antisemitismusarbeit drin. Und wir streiten uns gerade über die Frage, wie hängen diese Dinge zusammen? Kann man sie vergleichen? Kann man sie gleichsetzen? All diese Dinge. Das ist ein zumindest wissenschaftlich eine große Diskussion und gesellschaftlich nicht weniger. Ich würde immer sagen, das sind zwei einfach unterschiedliche Diskriminierungsformen mit einer eigenen Geschichte. Ich würde aber dazu noch sagen, dass es auch eben nicht den Antisemitismus gibt. Man macht es sich hier, und das Landgericht München ist ein gutes Beispiel dafür, weil es 2014 einen Rechtsspruch gefällt hat in der Sache Dittfurt gegen Wiese Elsässer, wo sie gesagt hat, also ein glühender Antisemit ist der nicht, der hat ja nicht den Bau von Gaskammern propagiert, jetzt mal verkürzt. Das ist da macht man sich sehr leicht. Man nimmt eine bestimmte Ausprägung von Antisemitismus, die krasseste, und sagt, aber das liegt doch hier nicht vor. Das ist hanebüchend, wenn wir über sowas wie Sexismus reden, zu sagen, aber vergewaltigt wurde die Person doch nicht. Das ist keine Definition, die ausreicht. Wir müssen sozusagen schon feinere Instrumente haben. Das scheint mir sehr viel wichtiger, weil ich glaube, die Dinge sind unterschiedlich. Die Frage von
Dissens. Ich sage häufig am Anfang von Lesungen, mir geht es hier darum, einen Denkraum zu öffnen. Das bedeutet, ich möchte Sie nicht von meiner Meinung überzeugen. Das bedeutet aber auch, dass Sie mich nicht von Ihrer überzeugen brauchen. Ich glaube, auszuhalten, dass man unterschiedlicher Meinung ist, ist eine Übung, die für mich sozusagen, das habe ich ja mit dem WM 2006 Beispiel schon illustriert, zum Erwachsenwerden dazugehört hat, was glaube ich für viele Menschen nicht dazugehört. Man hat das Gefühl, so wie man selber denkt, müssen alle denken, sonst ist irgendein Problem mit denen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine antidemokratische Art, über Meinungsvielfalt nachzudenken. Ich glaube, es gibt in Deutschland doch eine politische Denktradition, die Harmonie in den Vordergrund rückt. Das ist Integration, zielt ja auch auf die Herstellung eines bestimmten Idealzustands von Gesellschaft. Darüber hat Nietzsche schon geschrieben, also sozusagen da gibt es echt viel zu über diese Harmoniegefühl. Und ich glaube einfach, das ist eine Vision in einer pluralen Demokratie, keine gute Vision. Ich glaube, wir werden nicht an einem Punkt ankommen, wo es harmonisch wird, sondern wir werden an einem Punkt ankommen, wo wir uns streiten lernen. Und ich glaube, das wäre ein viel schöneres Ideal. Und zwar nicht wie in Großbritannien oder USA, sondern immer mit dem Blick auf die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Vielen Dank. Ich weiß, es hätte noch andere Wortmeldungen gegeben, aber wir müssen jetzt aus Rücksicht auf die Blasen zweier schwangerer Frauen auf diesem Podium tatsächlich. Ich habe es gesagt. Müssen wir jetzt zum Ende kommen? Ich halte noch kurz durch. Ich kann Ihnen sagen, die Bücher unserer drei Diskutantinnen lohnen die Lektüre. Also wenn Sie am Büchertisch vorbeikommen oder auch später in Ihrem Buchladen, lesen Sie die Bücher und diskutieren Sie weiter und nehmen Sie den Impuls der Dame von hier vorne auf, weiterhin die Diskussion anzuregen und eher die Schlange als das Kaninchen zu sein. In diesem Sinne einen schönen Abend Ihnen allen und vielen Dank.